Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es war erwartbar, dass die AfD die aktuelle Situation an der Grenze zu Polen versucht, für ihre Zwecke zu missbrauchen. Dass Ihnen dazu nicht mehr einfällt, als die Grenzen dicht zu machen, zeigt Ihren begrenzten Horizont. Und es zeigt auch, dass Sie nicht verstanden haben, wie Fluchtbewegungen funktionieren. Mehr Grenzkontrollen an einer EU-Binnengrenze werden Menschen, die vor Verfolgung, Krieg und Tod flüchten, nicht aufhalten. Und meine Damen und Herren, genau davor flüchten diese Menschen. Und an diesen Fluchtgründen haben wir, haben Deutschland, Europa und die westliche Welt einen nicht geringen Anteil. Das sollten wir uns immer wieder vor Augen führen, wenn wir über Flucht reden. Und man muss auch sagen, diese Fluchtbewegung gäbe es nicht, wenn es sichere und legale Fluchtwege gäbe. Diesen verwehrt sich die EU seit vielen Jahren. Und natürlich wird ein Fluchtweg, mit dem die Flüchtenden nicht Gefahr laufen, in der Wüste zu verdursten oder im Mittelmeer zu ertrinken, auch genutzt werden. Und ja, die Europäische Union hat sich mit dieser Politik der Abschottung erpressbar gemacht. Und sie hat mit dem schmutzigen Flüchtlingsdeal mit der Türkei den Präzedenzfall geschaffen. Und natürlich kann man jetzt Belarus vorwerfen, die EU zu erpressen. Diese Kritik ist auch richtig. Dass es aber überhaupt dazu kommen konnte, hat die EU und auch die Bundesregierung selbst zu verantworten. Meine Damen und Herren, und ein weiterer Punkt ist mir in diesem Zusammenhang wichtig, und das ist die Rolle von Polen. Wir erleben gerade eine humanitäre Katastrophe im Grenzgebiet von Belarus zu Polen. Im Grenzstreifen müssen Menschen teils seit Wochen bei Kälte ohne Nahrung und Schutz ausharren. Dass die polnischen Behörden diese Menschen, die Asyl in der EU begehren, nach Belarus zurückschiebt, ist humanitär verwerflich und nebenbei auch illegal. Es geht aber um mehr. Wenn Asylsuchende keinen Asylantrag stellen dürfen und ohne Verfahren wieder aus der EU zurückgeprügelt werden, dann gibt es in der EU keinen Flüchtlingsschutz mehr. Und meine Damen und Herren, ich erwarte, dass der Ministerpräsident, der ja auch Polenbeauftragter der Bundesregierung ist, hier im Sinne der schutzsuchenden Menschen aktiv wird. Reden Sie mit der polnischen Regierung und setzen Sie sich für Menschenwürde ein. Um nichts weniger geht es dabei. Und meine Damen und Herren, wir können davon ausgehen, dass dieser Fluchtweg so schnell nicht geschlossen wird. Und wir können hier lange über die Frage von Grenzkontrollen diskutieren. Ich halte das für eine Scheindebatte. Die Grenze zwischen Deutschland und Polen ist lang. Und es gibt aus guten Gründen keine Grenzsicherungsanlagen. Wenn man an den offenen Grenzen innerhalb der Europäischen Union festhalten will, und für meine Fraktion kann ich sagen, wir wollen das, dann wird diese Grenze auch dann durchlässig sein, wenn noch mehr Bundespolizei stationiert wird und es noch mehr Kontrollen gibt. Das hat man im Übrigen auch in Bayern gesehen, wo es diese Debatte ja auch schon mal gab. Und deshalb sollten wir uns stattdessen um die Dinge kümmern, die wir tatsächlich ändern können. Und da bin ich beim Umgang der Landesregierung mit der aktuellen Situation. Man kann, wenn mehr Geflüchtete nach Brandenburg kommen, darauf auf verschiedene Arten reagieren. Man kann darauf reagieren, indem man der Bevölkerung Sicherheit gibt, sie beruhigt und ihr signalisiert, wir bekommen das hin. Frau Abgeordnete, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Genau diesen Weg ist Angela Merkel 2015 gegangen. In einer viel schwierigeren Situation und mit um ein Vielfaches höheren Flüchtlingszahlen. Und wir können heute sagen, wir haben das geschafft. Wir haben die Menschen nicht nur gut aufgenommen und versorgt, wir haben auch gute Integrationsbedingungen geschaffen und viele derjenigen, die 2015 zu uns gekommen sind, sind heute in Ausbildung und Arbeit und konnten sich eine Lebensperspektive in Deutschland erarbeiten. Man kann aber auch auf diese Situation reagieren, und das tut leider die Landesregierung derzeit, mit Angst. Der Brandenburger Innenminister war der erste in Deutschland, der von hybrider Kriegsführung gesprochen hat. Hybride Kriegsführung, meine Damen und Herren. Über diese Formulierung sollten wir kurz nachdenken. Das assoziiert Krieg. Wir sind nicht im Krieg. Dennoch wird diese Assoziation geweckt, ohne Not. Schlimmer aber noch, wenn schutzsuchende Menschen als Waffen in der hybriden Kriegsführung gebrandmarkt werden, dann entmenschlicht das und rechtfertigt Notstand und außergewöhnliche Maßnahmen. Und wer als verantwortlicher Politiker solche Formulierungen verwendet, der schafft Angst und Verunsicherung. Und wer den Krieg heraufbeschwört, der liefert die Stichworte für die AfD und muss sich auch nicht wundern, wenn Nazis glauben, dass sie zur Selbstjustiz greifen müssen, um diese vermeintliche Bedrohung zu bekämpfen. Und auch, dass Herr Stübgen herbeigeredet hat, dass die Ausländerbehörden überfordert seien wie 2015, schafft Verunsicherung. Und es ist einfach falsch.
Ja, die Verteilung der Geflüchteten in andere Bundesländer muss besser organisiert werden. Und ja, die Kommunen werden wieder mehr Geflüchtete aufnehmen müssen. Aber von einer Überforderung der Ausländerbehörden oder der Kommunen sind wir sehr, sehr weit entfernt. Und die Situation ist eben nicht vergleichbar mit 2015. Wer so agiert, der will, dass die Bevölkerung verunsichert wird, der spielt mit Ängsten, und genau das ist verantwortungslos. Meine Damen und Herren, die Landesregierung versagt aber noch bei einem anderen Punkt. Sie setzt den gesellschaftlichen Zusammenhalt aufs Spiel. Bei der Fluchtbewegung 2015 hat die rot-rote Koalition mehrfach bekräftigt, dass keine soziale Leistung gekürzt wird, um die Kosten für die Flüchtlingsaufnahme zu bezahlen. Und das war wichtig für den Zusammenhalt in diesem Land und auch, um der Bevölkerung Sicherheit zu geben in unsicheren Zeiten. Die jetzige Landesregierung agiert anders. Mit dem vorgelegten Landeshaushalt schafft sie massive Verunsicherung, indem sie die Axt an das soziale Brandenburg legt, indem sie bei den Schulkrankenschwestern, bei den Familienverbänden, bei der Pflege und weiteren sozialen Leistungen kürzt. Das, meine Damen und Herren, ist der falsche Weg und das spaltet, wo wir Zusammenhalt brauchen. Und das gilt übrigens auch für die Einsparungen bei der Integration. Die Kommunen werden wieder mehr Geflüchtete aufnehmen müssen. 2015 und 2016 haben wir diese Situation nur bewältigt, weil alle Hand in Hand gegangen sind. Land, Kommunen, Träger und Ehrenamtliche haben gemeinsam agiert. Und jetzt, wo absehbar ist, dass die Kommunen wieder Kapazitäten für die Unterbringung aufbauen müssen, senden Sie als Koalition das Signal, mit den Folgekosten, also den Kosten für Integration, mit denen lassen wir euch aber alleine. Und den Trägern senden Sie das Signal, danke, aber wir zerschlagen die von euch aufgebauten Strukturen und brauchen eure Arbeit nicht mehr. Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren von der Koalition, das ist der falsche Weg. Und so werden wir die neue Herausforderung nicht bewältigen. Insofern agiert die Koalition gerade fahrlässig und kurzsichtig. Und meine Damen und Herren, Sie gehen ja jetzt alle in Klausur, und da habe ich eine Bitte. Wagen Sie mehr Merkel und weniger Stübken. Sorgen Sie dafür, dass der Zusammenhalt in diesem Land gestärkt wird und uns auch durch diese neue Herausforderung trägt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.